Grüß euch und schön, dass ihr wieder dabei seid bei daheim im Garten bei unserer Herbstausgabe. Es herbstelt schön langsam, ist ja richtig schön. Der Herbst oder Spätsommer ist ja ein Traum für uns, weil da können wir endlich unser Obst ernten, auf das wir so lange gewartet haben. Und heuer ist wirklich eine schöne Ernte. Wir werden ein bisschen zu unseren Obstbäumen schauen, was kann man verarbeiten und vor allem auch, wie wichtig sind unsere Obstbäume für unsere Tierwelt. Unterschätzt man alle wirklich sehr. Dann besuchen wir die große, passend zum Herbst, wird uns eine wunderbare, wunderschöne, natürliche Kürbis-Deko machen. Kürbis ist jetzt einfach ein Traum um die Zeit. Es könnt so vielfältig mit diesen Sachen arbeiten. Und dann nehme ich euch noch mit auf einen kleinen Schlenderer durch den herbstlichen Garten, wieso es einfach so wichtig ist, dass man vielleicht ein bisschen einmal da und dort ein Auge zudruckt und so ein Gefühl für ein bisschen eine Wildnis im Garten entwickelt, weil ihr unterstützt ganz viele Tiere damit, allen voran zum Beispiel die Schmetterlinge, natürlich unsere Vögel, der Igel selbstverständlich etc. Kommt mit, das wird sicher spannend. Ich stehe jetzt da bei meinem Lieblingsapfelbaum, der Kronprinz Rudolf, den mag ich einfach gern, aber jeder Apfel ist ein guter Apfel. Was man gar nicht so weiß, ist, dass Äpfelbaum oder überhaupt Obstbäume, also auch Birnen, Zwetschgen zum Beispiel, super Baum auch für unsere Tierwelt sind. Also nicht nur für uns ist das ein Traum, weil Äpfel sind ja wirklich sehr, sehr gesund, sondern auch ganz, ganz viele Tiere profitieren davon, wenn ihr diese Bäume bei euch im Garten habt. Also ich kann wirklich nur jeden animieren, auch in einem kleinen Garten. Vielleicht bringt es irgendwo ein kleines Baumel unter. Ihr tut so viel für die Tierwelt und für die Vielfalt. Zum Beispiel, weil wir schon von Schmetterlingen geredet haben, ganz viele Schmetterlinge, das glaubt man nicht, benutzen unsere Äpfelbäume, aber auch Zwetschgen zum Beispiel, aus Futterpflanze für die Raupen. Das heißt, die legen drauf die Eier. Nur das sehen wir nicht, weil das so ganz, ganz kleine Eier sind. Und die fressen dann an unseren Apfelbäumen oder Zwetschgenbäumen und da entwickeln sie dann Schmetterlinge. Zum Teil die wunderschönsten Schmetterlinge wie das Wiener Nachtpfauenauge. Ein riesen Schmetterling. Es ist, ich weiß das ein bisschen aus Berufserfahrung, dass viele ein bisschen das Problem oft haben, wann dann endlich das Obst wirklich gut trockt. Was machen wir denn mit dem Obst? Ich habe mir heuer das erste Mal eine Obstpresse zugelegt, weil jetzt haben sie wirklich einmal super getragen und wir waren dann einfach auch laut ums Obst. War vielleicht für euch auch eine Idee, weil das ist echt einfach. Also ihr könnt zum Beispiel Äpfel oder Birnen super pressen mit einer Obstpresse. Was der Riesenvorteil ist von dem Verfahren, es ist sehr schonend und du kriegst so einen naturtrüben Soft außer. Es ist wirklich kinderleicht. Man sammelt zuerst das Obst, dann muss man es so eine Art zerschneiden, zerkleinern und dann wird es in dieser Presse durchpresst. Bei den ganzen Apfel kannst du nicht pressen, das geht nicht. Du musst ihn zuerst so eine Art Zaum häckseln. Und dieser Soft, der dann gewonnen wird, den muss man dann am Schluss ein bisschen erhitzen, aber da aufpassen, macht es nicht zu heiß. Man sagt so 72, maximal 75 Grad soll man erhitzen, das war ganz ideal. Und dann füllt es in Gläser an. Gibt es verschiedene Tricks, dass man das Glasl zum Beispiel dann noch umdreht, wenn es heiß ist, eine Stunde lang, also die Flaschen, dann sterilisiert sich auch der Schraubverschluss und dann habt ihr einen naturtrüben, zum Beispiel einen Apfel-Birn-Mischsaft. Und dieses Trübe ist so wertvoll, weil da sind die ganzen gesundheitsförderlichen Stoffe drinnen und man sagt nicht umsonst, an apple a day keeps the doctor away und genauso ist es, wenn ihr den Saft trinkt. Probiert es, ist wirklich köstlich und wenn euch viel Äpfel am Boden runterfallen oder Birnen, lasst es gerne liegen. Freuen sich wieder viel Schmetterlinge und andere Tiere drüber. Da habe ich eine Naschi-Birne. Das ist einfach unglaublich, wie reich die heuer tragen hätte. Okay, jetzt ein bisschen ausgeizen sollen, bin nicht dazu gekommen. Wurscht, ich verarbeite das jetzt. Und natürlich fällt einiges am Boden runter. Da darf man sich gar nicht stressen. Man kann ruhiger ein bisschen was verfallen lassen, weil einerseits sind wieder
zahlreiche Schmetterlinge auf dieses dann agierende Obst aus. Wahrscheinlich wollen sie sich ein bisschen rauschig machen, habe ich den Verdacht. Das taugt ihnen einfach, das Saugen. Aber denkt auch zum Beispiel an ganz andere Tiere wie den Igel. Der Igel frisst jetzt zwar die Früchte nicht, weil er eigentlich ein Fleischfresser ist, aber durch die runterfallenden Früchte, durch das Laub vor allem, was dann runterfällt, bildet sich am Boden so eine belebte Schicht, wo wieder viel zum Finden ist, wo ein Regenwurm drinnen ist, wo ein Käfer ist, wo sich Insekten verstecken. Deshalb sind Obstbäume einfach so rundum betrachtet so wertvoll. Und weil ich vorher erwähnt habe, es gibt zahlreiche Schmetterlinge, die Eier auf unsere Obstbäume legen. Es gibt da im Garten immer wieder ganz interessante Pflanzen, wo man es nicht für möglich halten würde, wo Schmetterlinge die Eier drauflegen. Da möchte ich euch zwei ganz interessante zeigen. Jetzt werdet ihr euch wundern, was macht er jetzt da auf so einer komischen Schulterstraße. Aber ich bin ganz bewusst da rausgegangen mit euch. Das ist so eine Straße, die geht bei uns in den Wald runter. Und solche Schulterstraßen haben eine Eigenschaft. Sie sind sehr mager, meistens trocken. Und das sind Plätze, die man im Garten auch oft hat oder im Bereich des Hauses oder in der Einfahrt. Denkt an eine geschotterte Einfahrt fürs Auto oder ums Haus die Traufen. Und da wächst zum Beispiel der Hornklee sehr gut. Dem taugt es. Der mag das Trockene, das Heiße. Und der Hornklee ist eine wirklich unserer absoluten Top-Schmetterlingspflanzen. Nämlich sowohl auch als Nektarpflanze, zieht da ganz viele verschiedene Falter an. Sehr, sehr gern Bläulinge. Wenn man da den Weg runter geht, es ist ein richtiges Meer aus Bläulingen oft. Und gleichzeitig ist es aber eine Raupenfutterpflanze, wo eben diese Schmetterlinge, auch der Bläuling zum Beispiel, seine Eier drauf ablegt und die entwickeln sie dann auf so einen Hornklee. Ich will euch einfach nur zeigen damit, wie wertvoll oft so Bereiche sind, wo man sich eigentlich denkt, das ist nichts Besonderes, da geht man eh oft vorbei und man übersieht dann dieses Kleinod, das ist eine wunderbare heimische Pflanze für einen trockenen Standort, die man natürlich auch super im Garten wachsen lassen kann. Übrigens auch, weil ich es gerade im Blickfeld habe, die Goldene Acht. Ist ein wunderschöner Name für einen wirklich schönen Schmetterling. Der legt auch seine Eier da drauf. Der geht am liebsten auf Klee. Also überall, wo ein bisschen Klee ist, wo sich ja viel ärgern. Der Klee in der Wiesen, der stört mich oder im Rasen. Vielleicht habt ihr das Glück dann im Herbst oder im Spätsommer kommt die Goldene Acht, wunderschöner Schmetterling, und lässt sich nieder auf diesen Nektarpflanzen oder legt ihm seine Eier zum Beispiel ab auf dem Hornklee. Eine zweite, wirklich interessante Raupenfutterpflanze und eine super Wildbienenpflanze im Frühling. Ich sage es gleich dazu, man sieht momentan fast nichts mehr von der Pflanze, weil sie es weggefressen haben, die Raupen von diesem besonderen Schmetterling. Und zwar geht es da um die Zypressenwolfsmilch. Ihr seht, da ist eigentlich nur mehr Gerippe. Man muss halt das vielleicht ein bisschen anders betrachten. Die Pflanzen schauen vielleicht dann irgendwie nicht mehr so top und schick aus, aber ihr habt eine andere Zierde im Garten, eine unglaubliche Zierde, nämlich die Raupen oder dann vielleicht den fertigen Schmetterling. Und an dieser Zypressen-Wolfsmilch, da gibt es einen Schwärmer, der Wolfsmilchschwärmer. Der legt auf diese unscheinbare Pflanze seine Eier ab. Die mag genau den gleichen Lebensraum übrigens wie der Hornklee, also eher trocken, sonnig, darf heiß sein. Man muss wahnsinnig aufpassen, wenn man die selber abreißt, da kommt hinten ein kleiner Tropfen sofort raus. Deshalb heißt die Pflanze Milch und alle Wolfsmilchgewächse sind giftig. Das heißt, man sollte aufpassen, wenn man hantiert oder die abschneidet und schon gar nicht ins Auge bringen. Aber erstaunlicherweise ist die Lieblingsnahrung von der Raupe, von diesem Schwärmer. Und das sind unglaublich schöne Raupen und wir haben das letzte Mal Glück gehabt, dass wir wieder mal zwei entdeckt haben. Sind sehr selten. Und da, man würde es nicht vermuten, völlig irgendwie so unauffällig. Und dann kommen da plötzlich diese Raupen daher. So, nach die komplett abgefressenen Zypressen-Wolfsmilche, glaube ich, genehmigen wir uns jetzt einen schönen Dekotipp mit der Große. Die macht uns was aus den herbstlichen Kürbissen. Und diese Herbstdeko ist wirklich kinderleicht.
Erst heißt es, ab in den Garten und die reiche Ernte einholen. Egal ob Pflanzen oder Gräser, ins Körbchen kommt, was gefällt. Markus darf bei dieser Deko eine wichtige Rolle übernehmen, denn Cosi braucht ein paar kleine Birkenholzstämme. Auf die dekorativen Stämme tackert Cosi zum Beispiel Hortensienblüten und Beeren. Darauf setzt sie einen Zierkürbis. Ganz simpel und wunderschön. Aber auch der Tisch darf herbstlich geschmückt werden und er strahlt mit tollen Herbstfarben von grün über gelb-orange bis hin zu pink. Kleine Vasen und Kerzen lockern das Kürbistableau auf. Ob eckig oder rund, ob festliches Tableau oder Dekoteller, Blumen aus dem Herbstgarten und Kürbisse zaubern sofort ein heimeliges Flair ins Zuhause. Markus ist von so viel Liebe zum Detail ganz angetan und erntet noch ein paar dekorative Birnen. Ja, der Herbst ist da und nach dem Herbst, irgendwann kommt der Winter, es wird kalt, es wisst ihr alle und viele tanz ganz gern Vegelfordern. Aber wenn man ein bisschen so drüber nachdenkt, ist es immer super, wenn man weiß, was fressen eigentlich unsere Vögel in der natürlichen Landschaft oder auch im Garten. Und da ist es eben super wertvoll, wenn ihr so Pflanzen habt wie Disteln, die manchmal nicht sehr geschätzt sind, aber unglaublich wertvoll sind, weil diese Samen holen sie einige verschiedene Vogelarten, zum Beispiel der Distelfink, deshalb heißt er Distelfink, der holt sich das, oder die wilde Karde. Also verschiedenste eigentlich Wildpflanzen holen sie sich die Samen. Das ist wunderschön zum Beobachten. Denkt aber auch an viele unserer heimischen Wildgehölze. Als erstes fällt mir da eigentlich die Vogelbeere ein, die Vogelbier. Weil nicht umsonst heißt es Vogelbeere oder Eberesche, ist ein anderer Name. Macht man einen wunderbaren Schnaps in Salzburg. Und die Vögel lieben diese Beeren. Ich glaube, es sind, man hat mittlerweile um die 60 verschiedene Vogelarten gezählt, die sozusagen profitiert vom Vorhandensein von unseren Vogelbeeren. Ich glaube, es ist zum Teil ein bisschen eine Gewohnheitssache, dass wir unseren Blick auf den Garten ein wenig ändern und sagen, okay, das darf jetzt vielleicht einmal ein bisschen unaufgeräumt sein. Dafür kriege ich eben was anderes mitgeliefert und das sind unsere Tiere, die sich da wohlfühlen. Ich habe den Thomas besucht in seinem Reich. Ich glaube, er ist ganz happy, wenn ich sage, es ist ein wildes Reich, weil ihm das selber einfach so taugt. Und der hat ein bisschen, oder sagen wir wirklich einen anderen
Blick auf seinen Garten und lässt ihm sehr viele Bereiche einfach verwildern, wo er sagt, das brauche ich eh nicht, das darf da ein bisschen verwildern mit Brennnesseln, mit Disteln. Er hat eine Penjeshecke aus abgestorbenem Holz. Er hat viel totes Holz im Garten, wo sie eben wieder zum Beispiel Wildbienen drin entwickeln können. Und so könnt ihr wieder einen wirklich wertvollen Beitrag dazu leisten, dass diese Tiere einen Unterschlupf haben, aber auch eine Nahrungsquelle. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr eine Runde gegangen seid mit mir. Ich wünsche euch auch noch wirklich einen schönen Herbst, eine gute Ernte, ein lustiges Verarbeiten, köstliche Früchte und die schönsten Naturbeobachtungen im eigenen Garten. Und man kann, ich glaube, oder ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren können habe, mit ganz einfachen Sachen kann man wirklich viel für unsere heimische Tierwelt machen. Pfiat euch, eine schöne Zeit noch.